Wir berichten nun von der Avenue Kato, der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa. Im Viertel Kwaka, der Quadratmeterpreis liegt hierbei fast 452 Euro, bringt ein kurioses Spektakel den chronisch zähen Verkehr ganz zum Erliegen. Hinter dem Radau, oder wie man hier sagt, der illegalen Blockparty, steckt eine Band namens Kokoko. Doch in der Heimat von Rumba, Lingala und christlicher Musik kommt der Sound des Kollektivs nicht bei allen gut an. Trax forscht nun investigativ nach und beleuchtet die Erfolgsstory von Kokoko. Als wir anfingen, unsere Instrumente zu bauen, nannten uns die Leute in unserem Viertel Witzfiguren oder Penner. Aber als wir sie und unsere Musik dann live ausprobiert haben, mit Verstärkern, wurde ihnen klar, dass das richtige Instrumente sind. Der Produzent Debruy hat uns dabei geholfen, unseren Sound so zu entwickeln, dass wir auch Konzerte geben können. Für Boms Bomolo Litelli hat sich seit dem Sommer 2016 alles verändert. Zu dieser Zeit lernen Kokoko den Soundforscher Xavier Thomas alias Debruy kennen. Hier steht er an den Reglern, wenngleich er ohne rosa Mütze kaum wiederzuerkennen ist. Als ich in den Kongo kam, merkte ich, dass hier der Kreativität keine Grenzen gesetzt werden. Man kann einfach mal eben ein neues Instrument erfinden. Wenn du zum Beispiel die Idee hast, aus einem Kassettenrekorder eine Art Talkbox zu bauen, verstehen alle gleich, was du meinst und sind total begeistert. Dabei sieht es anfangs gar nicht rosig aus für Kokoko. Denn wie alle Einwohner Kinshasas wird die Band mit wiederholten Stromausfällen konfrontiert. Wie soll man denn da proben? Doch die Jungs finden eine Lösung. Sie bauen erstaunliche Musikinstrumente aus alten Elektrogeräten und allem, was der gemeine Konsument täglich so wegwirft. Dann geschieht das Unfassbare. Kokoko beschließen, gänzlich auf konventionelle Instrumente zu verzichten. Das ist nicht leicht. Die meisten Musiker spielen auf normalen Instrumenten wie Gitarre mit 24 Bünden. Wir spielen unsere Musik ohne jede Orientierungshilfe. Sie entsteht einzig und allein in unseren Köpfen. Ich kann ein C auf einer Plastikflasche spielen. Wir schaffen erst einmal imaginäre Töne, die wir dann live ausprobieren. Unser Motto lautet: Man kann mit allem Musik machen, sogar mit deiner Kamera. Ich kann sie zum Instrument umfunktionieren und auf ihr eine Melodie kreieren. Wenn in Kinshasa die Sonne untergeht und der Verkehr langsam wieder fließt, steigt die Temperatur im Couloir de Bercy, dem angesagtesten Club der Stadt. Makarabiako ist der etwas andere Sänger von Kokoko. Er ist ein stimmliches Phänomen und versteht sich wie kein Zweiter darauf, das Publikum in Ekstase zu versetzen. Die Musik, die wir spielen, ist total heiß. Das hat wohl auch mit unseren Schwierigkeiten zu tun, Equipment zu beschaffen, Boxen oder Mikros. Hier gibt es keine Anlagen. Deshalb müssen wir immer improvisieren und basteln. Im Club singe ich stundenlang ohne Mikrofon und über miese Lautsprecher. Da muss man liefern, mit viel Power. Aus all diesen Widrigkeiten schöpft unsere Musik ihre Kraft. Makara ist im Couloir de Bercy auch als Atalaku tätig. So nennt man Männer, die den Ndombolo-Kombos von Kinshasa durch Rufe und Schreie einheizen. Makara kombiniert das Ganze mit zuckenden Afrotonic-Beats. In Nigeria gibt es eine Art Coupé décalé. Das Original stammt von der Elfenbeinküste. In Angola haben sie den Kuduro, in Brazzaville Afrobeats. Jedes Land hat seinen Club-Sound.
Und das ist jetzt unserer, aus unseren eigenen Zutaten. Dieses Jahr im Mai gehen Kokoko zum ersten Mal auf Europa-Tour. Auf der Bühne ist Makara mit seinem sonnengelben Overall in seinem Element. Und er hat das Publikum nach wenigen Augenblicken auf seiner Seite. Eine letzte Frage bleibt zum Abschluss. Was bedeutet denn eigentlich Kokoko? Tok, tok, tok. Mach die Tür auf. Hier kommt eine neue Musikergeneration.